Der beeindruckende Bahrain International Circuit befindet sich nur 30 Kilometer von der Hauptstadt Manama entfernt, mitten in der Wüste. Willkommen beim Großen Preis von Bahrain, wo gleich das Training beginnt. Das Nachtrennen in dieser Woche wird für einige Fahrer sicherlich eine Herausforderung. Nicht jeder ist schon mal unter Flutlicht ein Rennen gefahren, aber sie werden sich den Bedingungen sehr schnell anpassen können. Zumindest werden sie sich bereits akklimatisiert und ihren normalen Wochenendrhythmus für ein nächtliches Rennen angepasst haben. Ich bin gespannt zu sehen, wer am schnellsten unter diesen Bedingungen Druck aufbaut. Man muss sich immer noch etwas daran gewöhnen, dass Sebastian Vettel in dieser Saison das Rot von Ferrari trägt. Nach so vielen Jahren in den Farben von Red Bull wird es etwas dauern, um sich an Vettel in einem Ferrari zu gewöhnen. Das Team hofft darauf, dass er mit ihnen noch einen weiteren Titel holt und den Glanz vergangener Tage nach Maranello zurückbringt. Aber das vielleicht erst im nächsten Jahr, nämlich 2016. Damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015. Bahrain, das letzte Rennen, wo die KI nochmal besonders stark auftritt. Danach kommt Spanien, das wird dann wieder ein bisschen leichter vielleicht für uns werden. Gefolgt von Monaco, da sehe ich uns dann wieder doch ein bisschen weiter hinten. Und da kommen eigentlich schon Strecken, die mir wieder besonders liegen, mit Kanada, Österreich und Silverstone. Ja, wir haben schon mal das Setup eingestellt und ich würde sagen, wir fahren mal direkt raus. Noch nicht alles aus dem Auto raus, die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Und ich kann weiterhin diesen schönen Fragenkatalog von craftingexpert.de immer weiter beantworten. Da bin ich ja irgendwann mal im Rennen von China stehen geblieben, was relativ in Ordnung war. Ich habe das hier eigentlich davor aufgenommen und wieder sind diese Lenkrad-Edge-Gelungen flöten gegangen. Ich hasse das. Das ist in China-Rennen auch schon gewesen. Also das Spiel kann sich das echt nicht merken. Das ist ein Nachteil dieses Spiels. Da muss ich auch mal ein bisschen härter werden hier. Das kann ja wohl nicht angehen. So, wir fahren hier mit den Soft und mit den Primes. Sprich, die gelb markierten Softs sind hier die schnelleren Reifen und die weiß markierten Mediums sind hier die Primes, also die langsameren Reifen. Mal schauen, Bahrain ist eigentlich eine Strecke, die ich immer sehr gut gemocht habe. Hier in diesem Ableger nicht so wirklich, also ist anspruchsvoller geworden. Ich erinnere mich hier noch an mein schönes Manor-Jahr 2014 mit diesem guten 11. Platz. Da kam mir das noch richtig gut entgegen, aber hier tue ich mich richtig schwer in diesem Ableger, hier diesen optimalen Grip zu finden. Deswegen mal schauen. Also, was rechne ich mir hier aus? Momentan sind wir in der Fahrerwärme auf Position 6. Also hätten wir momentan das Ziel. Und eigentlich sind die zwei schlimmsten Rennen, meiner Meinung nach. Gut, Monaco kommt noch. Aber sind vorbei mit China und Malaysia. Jetzt kann es eigentlich fast nur noch bergauf gehen. Also, wir können jetzt eigentlich sagen, nach Bahrain würde ich eigentlich sagen, kommt, wie gesagt, Spanien. Da rechne ich mir schon aus, dass ich mit den beiden Williams da mithalten kann, also dass ich die beiden auch schlagen kann, genauso wie in Australien. Spanien kommt mir hier zum Beispiel wieder mehr entgegen als Bahrain, also das hat sich so ein bisschen vertauscht in den zwei Ablegern hier. Von daher auch hier nochmal Schadensbegrenzung, das heißt in Form von Punkten. Ich habe gesagt, Malaysia wird mein schlechtestes Saisonergebnis werden mit Position 9. Ich denke mal, dass das auch so eintreffen wird, das heißt Punkte sind eigentlich mittlerweile Pflicht geworden. Alles andere ist dann doch schon eine Enttäuschung, wenn der Rennverlauf natürlich normal ist. Okay, hier blockieren wir die Hinterräder. Vielleicht ist der Lotus doch ein bisschen darauf fixiert, dass man doch ein bisschen die Bremsbalance nach vorn verstellt. Das habe ich zum Beispiel im China-Rennen gemacht, im Qualifying zum Beispiel nicht. Ja, in der Wüste soll es regnen, ne? Mhm. Gut, die Regenwahrscheinlichkeit ist hier gering, aber es kann hier auch mal regnen. Aber ich glaube, ich habe mir in Erinnerung, hier regnet es maximal zwei Tage im Jahr. Und ich glaube, im Hochsommer hier sehr unwahrscheinlich. Tendiert gegen 0%. Hier kommen wir wirklich ganz kurz in den 7. sogar. Interessant. Das waren die Hinterräder. Ja, wie gesagt, ich könnte den Fragenkatalog weiter durchgehen. Da sind nämlich noch ein paar schöne Fragen dabei, die ich aber teilweise auch schon beantwortet habe in vorigeren Rennen. Quert der Erste mit einer Zeit. Der junge Russe, den wir in der letzten Saison einen Weltmeistertitel spendiert haben. Ricciardo 1,34,3.
Was könnte die erste Zeit sein, die wir als Messpunkt nehmen sollten? Vorausgesetzt, wir kriegen hier eine fehlerfreie Runde hin. Und da sind wir doch schon kilometerweit weg. 34, 35, 36. Und uns gar nicht der Daniel Quert. Gut, die fahren natürlich noch auf Fett. Okay, jetzt blieben hier alle Räder sogar stehen. Rosberg 33,3. Gut, hier hatte ich vorhin den Hülkenberg. Hier sind wir jetzt viel zu weit rausgekommen. Zum Beispiel, was ich noch interessant fand als Frage, 21 Rennen, wie ich das so finde. Ich finde, das ist zu viel. Ich fand das früher eigentlich... Früher habe ich auch immer gesagt, ein paar mehr Rennen wäre schön. Aber auch nicht zu viele. Aus dem ganz einfachen Grund, zu viel... Kennt ihr den Sprichwort, zu viele Köche verderben den Brei. Und so ist natürlich auch mit den Grand Prix. Zu viele Rennen, ja. Nimmt auch ein bisschen die Lust weg, sich auf das nächste Rennen zu freuen. Je mehr langweilige Rennen... erlebt man ja auch in der Regel. Also wenn Nase schon vor mir liegt, dann ist hier schon viel verkehrt. Hülkenberg, der kommt nämlich auch schon von hinten. Fängt nämlich auch schon an zu drücken. Das ist auf jeden Fall der Dreigangkurve. Ein bisschen den Wagen hinten rutschen lassen. Hier, die geht nicht voll. Nochmal 14. im zweiten Sektor gefunden. Aber der Hülkenberg macht Druck. Gut, die fahren natürlich auch mit circa 7-8 Kilo weniger Benzin. Und fahren das natürlich noch auf Fett. Das sind dann immer umgerechnet, sage ich jedes Mal, 15, die ungefähr schneller fahren. Sollten. Okay, wir auf P11. Alonso und Button vor uns. Hülkenberg auf Position 9. Ich hier mal versuchen, ein bisschen Short-Shifting zu betreiben, ob das vielleicht was bringt. Vielleicht den Motor noch weiter ausreißen, momentan Position 12. Also das wäre auf dem Prime. Das wäre so eine typische Position eigentlich für mich, wo ich mich mit dem Prime-Reifen auch sehe. Im Rennverlauf. Hier kann man voll auf der Bremse stehen, das ist auch gut zu wissen. Hier muss man beim Rausbeschleunigen derbe aufpassen. Ja, ganz knapp in den siebten hochschalten für die Motorbremse, damit die Reifen nicht so gut und nicht so lange stehen bleiben. Position 15, das wäre nochmal gnadenlos durchgereicht. Grosjean ist wieder das oberste Ziel, wieder schöner Querschläger. Auch kurz in den siebten geschaltet. Ist aber im Endeffekt zu langsam. Nochmal 2 Zehntel schneller. Aber auch zu weit draußen. Also 21 Rennen ist für mich zu viel. Und was ich von Baku halte, da möchte ich erstmal die Strecke wirklich im Detail erstmal begutachten, bevor ich da irgendeine Meinung zu gebe. Streckenlehrer sieht teilweise interessant aus. Sieht aber auch mit dieser langen Geraden einfach so unspektakulär aus. Grosjean immer noch einen Tick schneller als ich. Wenn es aber jetzt keine 5 Zehnte sind, die er noch vorne ist, ist das eine gute Runde. Also so viel bringt Fett. Also wir haben hier viele lange Geraden. Gegengerade mit DRS, Schgazi mit DRS. Das sind dann mal 3-4 km/h, die du dann doch schneller bist auf beiden Geraden. Oder 5 km/h auf der langen, auf der Schgazi-Geraden. Das macht dann schon was aus. So langsam reizt sich auch die Bremsen noch mal ein bisschen ans Limit. Wo sind hier die Bremspunkte? Zum Beispiel da die Linie, die könnte man gut als Hilfe benutzen. Spät in den zweiten runterscheiden halte ich ja jetzt vielleicht für sinnvoller, als wirklich im dritten die Kurve zu fahren. Genauso wie hier, vierter Gang und relativ spät runterschalten oder wieder relativ früh hochschalten für eine saubere Durchfahrt. Hier nicht zu weit in, sonst muss man mit dem Gas aufpassen. Grosjean schon wieder drin. Momentan P13. Sainz hinter mir. Den Toro Rosso musste mich ja so ein bisschen abschlagen. Bekämpfen in China. Das hat mir nicht so ganz geschmeckt. Wir könnten versuchen, uns mit dem Prime zu qualifizieren für Q2.
Ist aber nicht so ganz ohne. Boah, 33,3 von Rosberg ist schon stark. Aber wir haben halt auch keinen Red Bull mehr, der irgendwo eine Stärke hat. Der Lotus ist wirklich so ein stinknormales Durchschnittsauto. Keine Stärken, keine Schwächen. Dann gab es noch mal eine Frage wegen dem Sound. Der Sound, ja. Und was können die da so viel verändern mit dem Sound? Der muss lauter werden, der muss brüllen. Der Motor muss brüllen, damit das einfach attraktiv auch für den Zuschauer ist. Mika Salo hat zum Beispiel gesagt, wir brauchen einen wie Pastor Maldonado. Da sag ich, nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Crash Kitty, wir brauchen gute Überholmanöver, wie Max Verstappen das macht, ja. Wir brauchen Überholmanöver, die Qualität liefern. Wir brauchen nicht diese Quantität. Qualität vor Quantität, sagt man ja immer in der Regel. Und das stimmt ja auch in der Regel. Aber das fehlt. Das fehlt. Wir haben zu viele Überholmanöver, die einfach 0815 Überholmanöver sind, die einfach ja keine Qualität haben, aber die in einer Rennreihenweise passieren, aber keine Qualität haben. Oder keine gute Qualität. Die von Max Verstappen sind mir da am besten in Erinnerung geblieben. Oder auch noch das Überholmanöver Vettel gegen Alonso damals in Silverstone, wo sie es auch ausgereizt haben. Ja. Das sind Überholmanöver, die man sich einprägt, die im Gedächtnis bleiben. Oder auch hier, das mal über die Manöver von Hamilton und Rosberg 2014, die sind auch noch im Gedächtnis drin. Weil die einfach schön waren, die hatten Qualität, die gingen über mehrere Kurven. Es war jetzt nicht so viel DRS im Spiel. Gut, Endeschgar, Zielgar, da war immer schon DRS im Spiel, aber das ist so ein bisschen das Problem. Man möchte immer mehr Show sein und der Sport rückt in den Hintergrund. Hat auch Daniel Ricciardo nicht ganz unrecht mit seiner Aussage gehabt. Viel zu viel wieder am grünen Tisch entschieden. Der Sport leidet extrem darunter. Das hat man in der Motorengeschichte ja gesehen, von Mercedes und Ferrari, die ja beide keine, die Hersteller wollten ja beide nicht Red Bull beliefern, tut ihm im Sinne des Sports auch nicht gut. Ja, weil das ist dann zu viel Politik. Politik war schon immer ein Thema in der Formel 1, keine Frage, aber es nimmt, wie Daniel Ricciardo schon gesagt hat, es nimmt extrem Überhand, sollte schon schalten. Das findet, das merkt der Fan auch, dass immer die Politik mehr eher in den Vordergrund gedrückt wird. Das merkt man auch zum Beispiel an Aussagen von Ecclestone, dass da immer mehr die Politik ins Spiel kommt. Monza als Vergleich oder auch hier Austin. Das sind zwei Grand Prix, die auf der Kippe gehen. Vor allen Dingen mit Monza eine Strecke, wo ich sage, die darf nicht rausfliegen. Ja. Da kann er in meinen Augen Monaco rausfliegen. Ja, das ist nur Glamour More und mehr ist es nicht. Aber nicht wirklich eine Strecke, wo man wirklich gerade nimmt bei Trocknen, wo nichts passiert. Im Regen scheint Monaco noch interessant zu werden. Ja. Aber wo haben wir zum Beispiel noch heutzutage noch ein gutes Regenrennen, wo wirklich mit Fullweltreifen gefahren werden? Ja, weil die Sicht ist ein Thema. Dann hat noch Christian Horner was mit diesen Kuppeln gesagt, anstatt dieses Hallo-System. Eine Kuppel brauchen wir auch nicht unbedingt. Also man überspannt da die Formel 1 mittlerweile in sehr, sehr vielen Bereichen den Bogen aus. Ja, man trifft nicht mehr wirklich die 10, sondern man trifft vielleicht nur noch an Außenrand, die 3 oder die 2. Ja. Könnte man eigentlich mal beobachten, ob die wirklich hier nicht so wirklich an Temperatur abnehmen, aber sie kühlen auch ins Blaue runter. Man sieht das auch schön hier an der Temperaturanzeige, dass sie bremsen, wenn man da wirklich drauf steigt. Ob die auch noch Temperatur haben. Die haben noch leicht Temperatur und das reicht noch gerade so fürs gute Anbremsen. Okay, jetzt kriege ich einen Rosberg und einen Ricciardo hinten im Nacken. Konstante 35 hoch fahre ich. Auf Standard. Wie gesagt, die fahren das auf Fett und nur auf eine Runde. Ich habe mir überlegt, die Bremsbalance ist hier nicht zu verstellen.
Komm, Rosberg, zieh vorbei. Ich muss aber auch auf der Geraden schwer ohne DRS gegen mich. Gucken, ob ich mich noch verteidigen kann beim Rausbeschleunigen. Die nächste ist eine rechts, die gehört ihm. Die nächste ist eine links, die gehört mir. Am besten noch beiden Platz genug Platz geben. Jetzt hier am besten mit einer guten Traktion, mit dem Red Bull, wenn ich da jetzt innen wieder raus, besser rausbeschleunigen können. Apropos Red Bull, Ricciardo hinter mir. Hier lässt sich ja auch gerne den Reifen gerne stehen vorne links. So, auf der Gerade hat Ricciardo eigentlich gar keine Schnitte gegen uns. Mercedes-Motor gegen Renault-Motor. Ja genau, ich bin schon in Runde 8. Jetzt hätten wir eigentlich ein Auto, was relativ leicht ist. Aber wir haben schon hinten links abgefahrene Reifen. Hinten die Reifen. Hier bauen wir Stärke ab. Ah, ist die Vorderräder. Der vordere linke fängt eigentlich dann abzubauen, wenn wir durch Rechtskurven den zu hart rannehmen. Das scheint jetzt hier im Training zum Beispiel der Fall gewesen zu sein. Interessant, interessant, interessant. Ricciardo fährt weiter, wir fahren in die Box. P13. Ich weiß nicht, zum Beispiel auch nicht mehr, wo ich in Australien stand. War ich da auch so weit hinten? Mit den Primes? Gut, es gibt ja natürlich auch hier ein Ziel im Training, aber das vernachlässige ich grundsätzlich immer. Weil Training ist Training, Qualifying ist dann wichtiger. Training, das ist immer eigentlich nur die Rennvorbereitung. Rennvorbereitung und Training 3 ist Qualifying-Vorbereitung. Sieben Zehntel fehlen mir auf den abgesiedelten Perez. Wie gesagt, hier fett und leichterer Wagen, circa eine halbe Sekunde. Dann sind wir da eigentlich gut im Geschäft. Und wollen wir mal schauen, Hülkenberg, Grosjean, der hat, oh, ganz knapp nur vor uns. Wir sind im Mittelteil schneller. Der letzte Sektor ganz knapp, also wir geben uns hier auf der gesamten Strecke nicht allzu viel. Perez im Mittelteil, Schlusssektor auch noch gut. Überall ein Tick besser. Okay. Aber gegen Sainz auch. Da bin ich im zweiten Sektor langsam. Aber hier schon gegen Ericsson. Da haben wir schon die etwas größere Lücke. Also wir können uns hier vielleicht an Quirt vielleicht auch noch orientieren. Aber das wird dann schon ein bisschen schwerer. Wir schauen uns mal ganz kurz die Reifen an. Wir haben hier einmal 24 und einmal 19. Das riecht hier nach einer 3-Strip-Strategie. 19, 3 Viertel davon sind ca. 14, 13. Nehmen wir 13, 13, 26, 39 und dann durch. Ich glaube, wir fahren hier 55 Runden. Oder 54, irgendwie sowas um den Dreh. Von daher sollte das reichen. Die sind 1, die 9 sind sogar knasig. Das ist knappe 14. schneller. Deswegen sage ich 15. Das kommt dann ungefähr so hin. Was wir uns da jedes Mal ausrechnen. So, das war's dann. Die Zeiten vom Training sind nicht immer aussagekräftig für die Leistung beim Qualifying oder beim Rennen. Doch Nico Rosbergs Topzeit heute war beeindruckend und ich denke, er wird auch morgen auf der Strecke ganz weit vorn stehen. Roman Grosjean mit den Options eine 34,9. Perez hat die Primes drauf gelassen. Ericsson 34,6. Das könnten wir als Indikator nehmen. 34,6, das halte ich für möglich, dass der das auch in Q1 fällt. Und das schaffe ich nicht mit den Primes. Sprich, wir können uns das schenken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge bitte einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2015.